So riskant, die alle dahin zu stellen, ne? Aber der mit einer Riesenarmbrust und fegt die alle weg. So, jetzt kann ich das Ding treffen. Er ist da dran. Wow, dies war ein Fremdläufer. Langsam aber sicher geht das Ding kaputt, ne? So denken die sich das. Aber bevor ich das Ding komplett umbaue, werde ich wahrscheinlich noch überall anderes Sachen neben bauen. Aber es ja nicht. Sehr gut. Und da stirbt er. Jawohl. Burg war das. Ja, du stirbst dadurch nicht, ne? Versuche mich dann irgendwie noch dahin zu bauen oder so. Ja, aber ich kann im nächsten Zug nichts bauen. Mann, was habt ihr gegen das Ding? Hört auf. Ich glaube, wir tun uns mal alle irgendwo anders hin positionieren. Ich glaube, ich wollte vielleicht beim Wunder machen muss, ey. Erst meine ganzen Sterne sammeln. Wahrscheinlich der nervigste Teil. Und zack. Bams. Just you wait. Will ich wahrscheinlich erstmal da bauen, dann da. Bevor ich den alle mache. Irgendwie so was. Na komm. Boah, macht er wieder einen Skillshot. Warum? Oh, das arme Ding, ey. Ganze Zeit. Ach man. Ihnen Veto mitten in die Fresse. Oh, ich breche ihn das Genick. So macht man das. Puh, richtig. Jetzt könnte ich eigentlich nach Rhinoceros da hinschicken. Und ja voll den Weg frei machen, so geradlinig. Aber ist auf Orm hier. Oh, sehr gut. Ja, super, ey. Was kann ich denn dafür, wenn der jetzt steht? Warlord, beweg dich doch mal weg da. Wahrscheinlich gehe ich jetzt Game Over, weil ich den angegriffen habe. Ich denke mal, ich darf ihn nur nicht töten, ne? So, dann baue ich hier hin und dann baue ich irgendwie hier hoch. Wenn ich darf. Wahrscheinlich darf ich gleich nicht, ne? Wieso darf ich denn nicht? Die kriegen die nicht gefasst. So, warte. Ich lasse mal ein Ding bauen. Ha, meine Festung. So. Steht schon wieder in der Nähe von so einem Ding, ey. Zack. Ha, sehr schön. Turm ruiniert. Meine Güte. Was stehst du auch die ganze Zeit? Leck mich am. Das war viel. Also ein bisschen zu viel Schaden, die ja bekommen, finde ich. Solange ich mich die ganze Zeit da verstecke, kann mir nichts passieren.
weil die können irgendwie nicht treffen auf einmal. Sonst treffen die mich von jeder Perspektive und so, aber diesmal irgendwie nicht. Finde ich gut. So. Aber wirklich, ich kann da irgendwie hochbauen oder so oder hier hin. Und dann könnte ich mir auf meinen Vorsprung ein bisschen so aufbauen. Auch schon wieder aufgestoßen, Entschuldigung. Dann geht runter. Geht da rein. Nein, nein. So, und da haben sie kein Gebäude mehr. Das heißt, sie haben kein Leben mehr. Samurai ein grübelt oder ehren grübelt nach, wie es weitergeht. Ja, wird denn damit Feuer. Also mir langsam bei jedem Gebäude ein bisschen Schaden zu machen, da bringt es irgendwie nicht. Bin ich da. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht da auch bauen. Verdammter Dreck. Nein, verdammter Dreck. So macht man das. Ja, Gebäude kann ich jetzt nicht kaputt hauen. Ich das Ding hier baue, versuche ich, ob ich irgendwo anders war. Ich würde am liebsten da direkt eins bauen. Hallo, wahrscheinlich haut der nächste Warlord gleich halb kaputte Dinge weg und dann ist alles weg. Dann fände ich voll doof. Nein, ich kann nur da bauen. So ein Dreck. Jetzt heißt es auf einmal, töte alle anderen Würmer noch. Ja, verdammter Dreck. Habt ihr das gesehen? Hey, runter von meinem Bergfried. Lebendig kriegt er mich nie. Doch. Oh, oh je. Wieso macht sie sich nicht etwas nützlich? Was wünschen Sie denn? Es ist der letzte Kriegsherr. Er lässt sich mit Reichtum beeindrucken. Ja, ich muss einen Wunder bauen. Super. Wie können wir ihn besiegen? Kopfkratz. Sie müssen ein Wunder errichten. Wunderbar. Aber Sie brauchen dazu 5 Orte. Sie ist so... Da sitzt er gerade irgendwo am Born, im Treppenhaus. So ein Dreck. Ja, ich weiß schon, wo die sein können. Darf ich den aber kaputt hauen? Was heißt, wenn er zuerst eins baut? Wenn er sein Wunder zuerst fertigstellt? Oder wenn dem Kaiser etwas zustößt? Ist die Mission gescheitert. Aber darf ich ihn angreifen? Dann bräuchte ich doch gar nicht ein Wunder, oder? Verstanden? Ich lasse ihn dann mal nehmen. Besiegen Sie also jetzt den letzten Kriegsherrn. Ich bin wieder dran, ne? Ja. Kriegsherr 2 respektiert Stärke. Da steht wahrscheinlich jetzt nichts von Töten oder so, ne? Fühlen Sie ihm kein Leid zu. Ich sage 3... Respektiert Reichtum, errichten Sie ein Wunder, um Ihnen zu zeigen, wie wohlhabend Sie sind. Er wird allerdings versuchen, dasselbe zu tun. Ja, toll, steht nichts. Ich mach trotzdem seine Gebäude kaputt. Warte mal, wenn er muss doch auch 5 Siege. Punkte des Sieges haben, ne? Joink.
Ich hab wieder eine an, ey. So, ich weiß ja, was mit den Türmen passiert, wenn ich da zweimal drauf schieße. Ich will grüne Gebäude haben, ey. Und grüne Farben. Samurai Sam, okay, was? Wie original ist das denn? Boah! Turm ruiniert. Wahllotterie plant die weitere Strategie. Ja, versuch mal hier was zu bauen, Kollege. Hey, der ist auch noch da. Was zum Teufel? Was machen die jetzt? Ey, der will, oh, der will jetzt da bauen. Mach. So, ich habe das erste Ding da kaputt gehauen. Ich meine, erobert natürlich. Wer ist das Spiel nochmal Eroberung, genau. Ist nicht bei mir in der Nähe auch noch irgendwo einer? Ganz am Anfang? Ja. Dann brauche ich dann ein Ding. Ja, kaputt. Ja, jetzt sind da an 5, genau. Noch das eine da hinten. Machen wir ganz schnell den Typen fertig. Das ist irgendwie so nur einfach. Wie, du willst da bauen? Schon wieder nachgefüllt bekommen, was? Du willst da bauen, ey, nix da. Abgelehnt. Objection! Bams. So, die haben unseren Turm wieder weggebaut. Wie? Er hat da gar keine Chance, der Typ. Verstehe ich nicht. Wenn man das hier mit der letzten Mission vergleicht, ist das ganz schön einfach hier. Dim, 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 dim. Bams und Bams. Wollte eigentlich nur noch bauen. Wie Turm zerstört. Wir sind ja, wir sind ja richtig einfach. Ey, wie du baust. Ich glaube, ich lasse die auch mal stehen, die Türme. So einfach schnell die Dinger hier zu bauen. Und gut ist. Ja, sehr schön. Aber nehmen wir 20 Schaden, weiß ich, verstehe nicht. So, wo? Nein. Kann ruhig ihre Türmchen abbauen, wenn sie Lust drauf haben. Bams. So, jetzt könnte ich den Turm da wieder abreißen, aber nö. Zack. Und jetzt nur noch zwei Dinger bauen, glaube ich. Jetzt wollte wahrscheinlich wieder da einen, ne? Ne, okay. Die Zeit kommt mir auch nicht im Weg, alles wunderbar. Der Bad wird wahrscheinlich auch wieder in zwei Teile gesplittet, ne? Das geht schon wieder verdammt lange. Habt ihr das gesehen? Voll drauf positioniert, ey. Hier, schießt den ab oder so. Können sich ruhig mal vor einigen Schüsse so werfen, hier, die Warlord 2 Truppe. Ich glaube, da hinten war irgendwie noch so ein Platz frei, wo ich was bauen könnte. Dann könnte ich da hinten halt Wunder bauen. Da ist halt schön sicher.
Ich nehme an, ich habe noch nie einen Bündner gebaut. Ich glaube, das hält nicht so viel aus, oder? Sonst wäre es ja einfach. Ich kann echt nichts irgendwie treffen, habe ich für jetzt. Da hat Karma zum Teil noch nicht mal Schaden bekommen. So, und... Zack. Und weg. Ja, da habe ich eigentlich schon gewonnen, ne? Da muss, glaube ich, auch noch so ein paar Runden stehen. Da ist doof. Ja, aber es kann ja noch alles passieren. Die können eigentlich nicht so viel bauen, ne? Ich habe denen ja alles abgeriegelt. Können jetzt nicht mehr hier so rumbauen. So muss jedes Match laufen. Jetzt mal ganz viele Bergfritz haben, statt hier so blöde Türme. Sehen wir mal, die Asiaten, die sind schon weiterentwickelt. So, auf zurück zum Anfang. Muss ich hin, da. Da ist eine Waffe aufgetaucht. Scheiß auf. Bestimmt das Panierfeld oder irgendwie sowas drin, ne? Ja, Chance verpasst. Hört umdrehen, Mann. Habt ihr das gesehen? Unerrichtet. Nun mach schon. Und nicht gewonnen. Okay. Doch. Herzlichen Glückwunsch. Teil 1 des kaiserlichen Plans ist abgeschlossen. Boah, super. Wunderbärchen. Er war noch relativ einfach. Wahrscheinlich waren die letzten aber viel schwieriger. Wie gesagt, das ist dann noch so Level wie Silber. Das war Level 11 indirekt. Deswegen dachte ich, jetzt wird es auch schwer bleiben. Aber nein. Bin ich gut. So, Aufstieg der Mönche. Krach an der Großmauer. Orient. Halle. Ja. Aufstieg der Mönche, ja. Ich sage, die Mission machen wir aber in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.